So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go und das ist die Folge 16, glaube ich, auf jeden Fall 16. Das sind schon 16 Tage und jedes Mal 10 Kilometer, also 160 Kilometer in den letzten 16 Tagen. Aber es startet gleich gut mit einem Kangama, das erste Kontinentale dabei, mit 1200 Sternstaub, aber nur zweiter Satz. Und da fällt mir auf, ich habe das Sternstück natürlich wieder vergessen, wieder mal. Die letzten 100 Folgen habe ich es dabei gehabt und jetzt habe ich es vergessen. Ein Kleinstein als nächstes mit 1100 Sternstaub. Ja, das ist jetzt nicht so krass, das merkt man schon, wenn das Sternstück nicht dabei ist. Aber wir waren gerade unterwegs mit Filippone, Calzone, haben eine kleine Trade Session gemacht und mittendrin sind die Eier aufgegangen, weil wir in die Sonne wollten. Ein Mauzi mit 1400 haben wir als nächstes dabei, leider auch nur der zweite Satz. Und so sind wir aus dem Schatten in die Sonne und genau diese 100 Meter haben gereicht, dass plötzlich alle Eier aufgehen und ich das Sternstück nicht eingeworfen habe. Weiter geht's mit einem Slimer, was nur 983 Sternstaub bringt, also sogar weniger als 1000. Ich glaube, das ist das wenigste, was ich bisher überhaupt hatte. Aber kein Problem. Wir machen einfach weiter, beim nächsten Mal halt einfach dran denken, dann passiert das natürlich nicht. Ein Mauzi mit 800, eben dachte ich noch, weniger geht nicht, aber das Mauzi toppt natürlich alles mit 800 Sternenstaub, also. Nochmal ein Kleinstein, die ich ja immer noch alle aufheben soll und hier saßen übrigens gerade auch drei Stück rum, also von den normalen, zweiter Satz. Die ich ja alle noch fangen sollte für ein Iswo, aber ich hoffe, die sind dann noch da, wenn die Eier fertig sind. Mit dem muss ich nämlich auch die Tage mal tauschen, dass der Beutel leer wird. Das nächste Mauzi mit 1200 und wieder 16 Bonbons. Bester Satz, Angriff, Verteidigung, nur wirklich hoch. Das dürfte jetzt fast das letzte Ei gewesen sein. Vielleicht kommt noch eins und Filippone kommt hoffentlich auch und lässt mich nicht einfach hier zurück. Ein Alola Vulpix mit 984, 13 Bonbons, aber nur der zweite Satz. Und das waren alle Eier. Wir melden uns zurück, wenn die nächsten 9 aufgehen, beziehungsweise 8. Schauen wir, was wir jetzt hier überhaupt drin haben. Genau, da ist nämlich noch ein 5er Ei, das werde ich dann auch noch mit reinschneiden, das seht ihr dann noch. Und dann melden wir uns zurück auf jeden Fall, wenn die nächsten 9 aufgehen, denn das Event ist bald zu Ende und dann hat sich das erstmal erledigt auch mit den ganzen Eiern und dann kommen wieder andere Folgen. Also bis dahin. So, wir sind zurück zu den nächsten 9 Eiern und das Sternstück läuft wieder. Im ersten Teil haben wir es ja leider vergessen, aber jetzt ist es dabei und das erste Ei geht auf. Es ist ein Alola Vulpix mit 1700 Sternenstaub. Bester Satz, Verteidigung auf 15. Und ich weiß langsam gar nicht mehr, was ich mit den ganzen Alolas machen soll. Immer wenn ich gucke und will mit jemandem tauschen, die haben dann vielleicht ein oder zwei von der Sorte oder drei oder vier. Ein Alola Slimer mit 2400, zweiter Satz leider nur. Wenn ich da eine Trade Session machen will, die ist eigentlich schneller vorbei, als man überhaupt begonnen hat. Weil der andere mir 3 Stück geben kann und ich habe immer noch 15 Stück dann übrig. Also muss ich mir verschiedene Leute suchen, mit denen ich das natürlich durchziehe. Ein Alola Mauzi mit, ich glaube 2000 irgendwas war das gerade. KP auf 15. Die sammeln sich natürlich auch im Beutel an. Und traden ist wichtig, habe ich gesehen, weil mein Beutel, der platzt wieder aus allen Richtungen. Das nächste Alola Kleinstein mit 2400 Sternenstaub. Bester Satz, Angriff auf 15. Und der Iswo wird sich natürlich freuen, denn er hat erst gesagt, er hat über 100 Kleinsteine, die er mit mir tauschen kann. Und jetzt hat er gemerkt, dass die meisten davon eh schon getauscht wurden und vielleicht nur noch 40 oder so übrig sind. 1700 oder 1300 bei dem Tangela. Bester Satz, Angriff, Verteidigung 15. Also das sieht doch schon mal gut aus. Ist immer noch nicht das 100er vom Ole. Aber natürlich besser als nichts. Das erste Kontinentale, ein Porenta mit 1830. Aber leider nur zweiter Satz. Weiter geht es. Vorhin ist übrigens noch ein 5er aufgegangen. Da war, glaube ich, ein Kabuto drin.
Vielleicht hätte ich das auch am Anfang sagen sollen, so wie sonst immer. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Porygon mit 2400. Leider nur zweiter Satz. Und Crazy O hat ein Geschenk geschickt. Vielleicht können wir das ja jetzt gleich öffnen, um die nächsten Eier einzuwerfen. Ein Alola Vulpix nochmal. Langsam bin ich die Dinger auch satt. 2400. Bester Satz, Angriff, Verteidigung, aber nur wirklich hoch. So, das waren die Eier für jetzt. Wie gesagt, vorhin in dem Fünfer noch ein Kabuto. Schneid es einfach jetzt rein. Ein Kabuto vorhin war auch noch dabei im Fünfer. Das haben wir natürlich auch noch mitgenommen, deswegen waren es wieder 9 Eier. Ich schlauer Fuchs. Und das müsste die Folge 16 gewesen sein. Eine kommt auf jeden Fall noch, weil ich heute noch mal Eier aufnehme und die seht ihr dann wahrscheinlich morgen. Deswegen seid gespannt, wir sind zurück. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.